Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Es war soweit, das erste Türchen im Drittliga-Adventskalender durfte geöffnet werden. Was war drin? Wien Wiesbaden gegen die Sportfreunde Lotte. Die Heimmannschaft wollte die kleine Ergebniskrise beenden, die Gäste aus Lotte den Positivtrend fortsetzen und auch im 7. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Doch zunächst folgte nach Anpfiff eine Minute Bewegungslosigkeit. Alle Vereine der dritten Liga haben sich entschieden unter dem Motto Stillstehen gegen den Stillstand, gegen die Pläne des DFB in puncto Aufstiegsregelung zu protestieren. Doch dann ging es rein in die Partie und es wurde gleich wild. Die 13. Spielminute. Wien Wiesbaden wollte natürlich zeigen, dass sie hier zu Hause spielen und auch gleich offensiv zu Werke gehen. Stefan Andres mit der ersten richtig guten Chance eingesetzt von Schäffler. Rehm wollte aber mehr sehen. Die 25. Spielminute. Sie machten weiter. Jeremias Lorch auf dem Weg in den 16-Meter-Raum. Und dann kam Niklas Schmidt, die Leihgabe des SV Werder Bremen, mit der ersten richtig dicken Chance. Gut vereitelt vom Lotterer Torhüter Steve Kroll, der zur Ecke parierte. Einer der ganz vielen Ecken in diesem Spiel. Wieder von Niklas Schmidt ausgeführt, geklärt vom Stürmer der Sportfreunde Gerrit Wegkamp. Doch wen blieb dran? Wen blieb gallig? Ließ Lotte überhaupt nicht atmen. Stefan Andres zurück zum Alterspräsidenten Alf Minzel. Und dann half einfach mal ein langer Ball auf den Kopf von Lorch. Und da war Schäffler, der Stoßstürmer vom SV Wien Wiesbaden, mit dem 1:0 für das Heimteam. Sein 9. Saisontreffer, doch den macht er wirklich ohne Probleme, weil einfach niemand bei ihm ist. Dementsprechend Kroll den Kaffee auf. So kannst, so darfst du nicht verteidigen. Jetzt war er zufrieden, der Trainer, der unter der Woche bis 2021 verlängert hat. Lotte, waren die eigentlich da? Ja, so. 37. Minute, das war wirklich bis dato das Gefährlichste. Der Kopfball von Matthias Rahn beeindruckte natürlich nicht den SVW in Wiesbaden. 6 Minuten später der nächste Angriff. Schön eingeleitet von Schönfeld auf Jules Schwadorf und der machte das 2:0, sein erstes Saisontor. Dementsprechend jubelte er. 6 Vorlagen in dieser Saison schon gegeben. Doch mit dem Treffer wollte es einfach nicht klappen. Und manchmal helfen die einfachen Sachen, wie in dem Fall die Picke. Hochverdientes Ergebnis. 2:0 Wien Wiesbaden. Kurz vor der Pause dann nochmal Lotte. Markus Piosek mit dem Freistoß und Kapitän Straight mit der dicken Möglichkeit. Torhüter Kolke blieb da ruhig. Es war auch am Ende eine Abseitssituation. Aber der hätte gepasst. Das wäre es natürlich gewesen. So konnten die Fans vom SV Wien Wiesbaden singen und lachen. Gute 2:0 Halbzeitführung. Die zweiten 45 Minuten. Lotte wollte rankommen. Sinan Kavena gegen Rostock noch stark. Heute mit Luft nach oben scharf zu Markus Piosek in der Startelf für Jonas Hofmann. Der fehlte gelb gesperrt und fehlte auch an allen Ecken und Enden. Für Lotte ging nicht mehr viel. Für Wien Wiesbaden noch diese Möglichkeit. 82. Minute. Andres auf den eingewechselten Brandstätter. Doch am Ergebnis änderte das nichts mehr. Es blieb beim 2:0 für Wiesbaden. Ja, erste Halbzeit waren wir einfach zu naiv, auch hintenrum. Müssen wir besser verteidigen. Wir wussten, dass sie sehr gut vorne sind. Machen wir es nicht gut. Zweite Halbzeit spielen wir dann besser. Aber war trotzdem nach vorne hin dann auch zu wenig. Und im Endeffekt verdiente Niederlage. Ja, wir wollten unbedingt 3 Punkte holen. Ist egal wie. Jetzt kommen die ekligen Monate, wo viel Mentalität und Leidenschaft gefragt ist. Das haben wir heute an den Tag gelegt. Der Gegner hat sehr gut nach vorne verteidigt. Wir mussten immer einen Schritt schneller sein. Das waren wir heute. Und deswegen haben wir auch, denke ich, verdient 2:0 gewonnen. Blut und Schweiß hat es gekostet. Aber am Ende stand der verdiente Heimsieg für das Team von Rüdiger Rehm, die damit wieder vorne dran sind.